Hallo hier bei Justins Wetter zu noch einem kurzen Update. In diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Wetter in den kommenden Tagen oder eher gesagt am kommenden Wochenende. Denn am kommenden Wochenende wird es doch relativ spannend werden, denn es gibt doch jetzt einige Modellunterschiede in Sachen Luftmassengrenze, GFS rechnen, schwere Luftmassengrenze, EZMWF nicht. Schauen wir als allererstes auf den Freitag. Da hätten wir dann schon im Südwesten und im Nordwesten ein paar Regenfälle und da würde sich schon langsam von Osten her diese Luftmassengrenze ausbilden und das sehen wir dann jetzt auch deutlich bei den Temperaturen in 2 Metern Höhe nach dem GFS-Modell. Und dann hätten wir im Norden oder eher gesagt in der gesamten Nordhälfte Temperaturen von 4 Grad circa, vielleicht auch ein bisschen mehr. Im Südwesten und Südwesten hätten wir es noch mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad am Freitag zu tun. Schauen wir jetzt mal auf den Samstag. Dort wird es dann doch relativ spannend werden. Dort wird dann diese Luftmassengrenze berechnet. Und die Luftmassengrenze würde dann vom Osten einmal reinkommen, bis nach teilweise NRW liegen. Und hier kann es dann doch vor allem in Sachsen nach dem GFS-Modell zu sehr, sehr, sehr kräftigen Schneefällen kommen. Im Norden dagegen gar nichts und an den Küsten würde es wieder Regen geben. Und dann sehen wir auch genau diese Luftmassengrenze mit den Temperaturen. Die würden dann im Bereich dieser Schneefälle bei um die 0 Grad liegen, vielleicht auch mal 1 Grad. Im Süden hätten wir es teilweise bis 10 Grad und an der Nord- und Ostküste zwischen 6 und 7 Grad, also auch hier wieder etwas wärmer. Der Sonntag würde dann, ja, keine Luftmassengrenze mehr bringen, keinen Schneefall, also da wäre der ganze Spuk schon wieder vorbei. Vielleicht einzelne Schauer im Nord- und Ostseeumfeld und einzelne Schauer direkt an den Alpen, die da aktuell berechnet werden. Schauen wir jetzt als nächstes mal auf die Temperaturen, die dann in 2 Metern Höhe verbreitet in Deutschland gerechnet werden. Da sehen wir doch verbreitet Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad, vielleicht am Alpenrand auch bei 8 bis 10 Grad, vielleicht auch ein bisschen mehr als 10 Grad, 11, 12, 13 Grad durchaus möglich. Hier wäre es immer noch relativ warm. Schauen wir dann jetzt mal auf die Schneehöhen, die aktuell nach dem GFS-Modell berechnet werden. Das GFS-Modell ja, lässt doch in Sachsen teilweise über 10 cm Schnee fallen, teilweise sogar bis zu 15 cm Schnee. Wenn wir an die Grenze zu Polen und Tschechien schauen, hier werden doch aktuell teilweise bis 30 cm Schnee berechnet. Das EZMWF-Modell will da gar nichts von wissen, denn das EZMWF-Modell, zack, sieht gar keinen Schnee bei uns in Deutschland. In den Alpen, oder eher gesagt, außer in den Alpen, ja, nur in den Alpen würde es Schneefall geben. In Gesamtdeutschland hätten wir es eher mit wechselhaftem Schauer- und Gewitterwetter zu tun. Schauen wir jetzt als nächstes mal ein bisschen genau auf die Niederschläge zum Abschluss und da sehen wir doch ganz gut, dass dann aktuelle Niederschlagsmengen im Südwesten berechnet werden von teilweise bis zu 40 Liter, in Sachsen auch bis zu 40 Liter, am wenigsten im äußersten Nordosten mit 1 bis 5 Liter Niederschlag nur und in NRW bei 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Das EZMWF-Modell sieht folgende Niederschläge, deutlich mehr Niederschläge, vor allem im Westen hier der Fall, mit teilweise bis zu 50 oder 60 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten würde hier Richtung Berlin runterkommen und dann im äußersten, ja, Südwesten, Südosten würden hier die geringsten Niederschlagsmengen berechnet werden. Also was sehen wir? Es bleibt auch relativ spannend bei den Wetterkarten. Jetzt EZMWF-Modell jetzt wie gesagt zurückgerechnet. GFS bleibt dabei und das wird dann jetzt so ein Luftmassengerangel sozusagen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Haut rein, Peace und ciao.